Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr könnt es vielleicht erkennen, ich sitze in einem ID3 und zwar in einer First Mover Edition bzw. First Edition Max. Und ich freue mich total, dass ich den Wagen jetzt endlich mal Probe fahren darf. Ich habe ja schon in Stefans ID3 mal gesessen und ihn bei der Abholung begleitet. Das Video verlinke ich euch hier oben. Und jetzt ist es soweit. Jetzt bewege ich den ID3 mit dem 58 Kilowattstunden Akku und einer WLTP-Reichweite von bis zu 420 Kilometer auf meiner Reichweitenteststrecke von Bremen nach Bremerhaven und zurück. Und wie es sich gehört, ist das Wetter heute nicht so besonders. Wir haben also Anfang November und es ist ein wenig sehr windig und ab und zu nieselt es. Also super bestes Reichweiten-Testwetter, damit das alles irgendwie vergleichbar wird. Also, wir fahren gleich los und vorher zeige ich euch noch ein bisschen was von dem Auto. Also deswegen bleibt dran. Ja, über den Innenraum vom ID3 wurde ja schon viel gesagt und es ist wirklich so, dass nur da, wo man als erstes hinguckt, sieht es einigermaßen hochwertig aus und hier vorne dieses hellere Kunststoff ist so ein bisschen aufgeschäumt, darunter wird es schon härter und ganz unten ist wirklich nur billigstes Hartplastik, auch an den Türen. Das helle Kunststoff ist ein wenig weicher, je dunkler, desto härter und je weiter man nach unten kommt, desto härter. Die Sitze sind eigentlich sehr bequem. Vom Materialgefühl und von der Optik ist es nicht so, dass man das Gefühl hat, dass es wirklich Premium hier ist. Aber es ist gefällig, also es ist jetzt nicht schlecht, aber naja, ich habe schon hochwertigere Sitze gesehen, zumindest Sitze, die hochwertiger aussehen. Ansonsten von den Ablagen her ist hier doch einiges vorhanden. Wir haben hier USB-Anschlüsse zum Laden, in der Mitte so ein Staufach, wo man Sachen reintun kann. Hier ein wahrscheinlich induktives Laden für Handys, vermute ich mal. Dann Cupholder und hier vorne noch so ein Netz, wo man auch irgendwas reintun kann. Früher hätte man gesagt Straßenkarten, aber heute braucht man sowas ja nicht mehr. Türablagen haben wir und ja, das wäre es im Prinzip. So, es kann losgehen. Wir haben jetzt 87% im Akku und eine angezeigte Reichweite von 322 Kilometer. Hört sich ziemlich gut an. Alles ist resettet. Genau, dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Jetzt muss man hier vorne den Hebel nach vorne stellen und ich stelle ihn auf B, damit ich wenigstens ein bisschen rekuperiere. Und dann muss man nur Gas geben und es geht los. Ja, man hört beim Fahren so einen künstlichen Sound, der eigentlich ganz cool klingt. Also einer der ersten künstlichen Sounds, die mir so einigermaßen gefällt. Er ist auch wirklich sehr dezent. Außen ist das Geräusch übrigens viel lauter. Da hört sich der Wagen richtig nach was an. Ansonsten ist es hier, ich würde sagen, so gut wie geräuschlos. Man hört nichts vom Motor, kein Säuseln, kein Piepen, gar nichts. Also sehr, sehr schön. So gefällt mir das. Und auch die Abrollgeräusche jetzt natürlich in der Tempo 30 Zone hört man sie gar nicht. Windgeräusche hört man auch noch nicht. Das Ganze ist ziemlich gut gedämmt und sehr, sehr leise. Ja, im oberen Geschwindigkeitsbereich ist die Spritzigkeit dann nicht mehr ganz so gut, also von 80 bis 120, da zieht sich das ein bisschen, könnte schneller sein. Aber gut, in der Stadt ist man, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben und zischt eine Ampel eigentlich fast jeden davon hier.
Ja, und wir haben alles, was es so gibt hier. Wir haben den Lane Assist, wir haben den adaptiven Tempomat, wir haben den Totwinkelassistenten, den Außenspiegeln. Wir haben ein schönes Navi. Wir haben eigentlich alles, was es so gibt. Wir haben 20 Zoll Felgen, schönes Panoramadach hier. Also Ausstattung in der Max-Version, ja, lässt eigentlich kaum was zu wünschen übrig. Und auch das Head-Up-Display sieht sehr schick aus. Schöne Information, knackscharf, wunderbar im Blickfeld vom Fahrer. Jetzt ist was Interessantes passiert. Ich war bei Tempomat 120 und jetzt ist 120 aufgehoben und er hat automatisch auf 130 beschleunigt, weil die Straße frei war, obwohl ich den Tempomat auf 120 stehen hatte. Das ist ja merkwürdig. So, jetzt sind wir bei 25 Kilometern und haben einen Durchschnittsverbrauch von 19,9 Kilowattstunden auf 100. Wir fahren 130 auf der Autobahn, das wird unsere Richtgeschwindigkeit hier für den Test. Und der Wind kommt jetzt tatsächlich so ein bisschen von schräg hinten. Ich muss wirklich sagen, die Innengeräusche hier sind sehr, sehr leise, wirklich angenehm. Man hört ganz wenig Windgeräusche, trotz des Windes, der jetzt so ein bisschen von der Seite kommt. Und auch die Rollgeräusche von den großen Reifen, die haben 20 Zoll Felgen, breite Reifen, also da ist kaum was wahrzunehmen. Das Reisen hier in dem Auto ist echt entspannt, auch die Assistenzsysteme funktionieren super. Selten so schön gesehen wie jetzt hier in dem ID.3. Wow, und er sagt mir jetzt sogar, dass die 120 Kilometer Geschwindigkeitsbegrenzung voraus ist und senkt den Tempomat automatisch auf 120 km/h. Das ist wirklich großartig, gefällt mir super. Überhaupt, diese Assistenzsysteme, der adaptive Tempomat und auch der Lane Assist machen einen sehr, sehr souveränen Eindruck. Fast wie bei einem Großen, muss ich sagen. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. So, gleich haben wir 60 Kilometer geschafft und sind bei 19,2 Kilowattstunden auf 100, weil wir jetzt ja eine Zeit lang 120 fahren mussten. Gleich biege ich wieder ab und mache hier in Bremerhaven die Wende. So, bei 63 Kilometern haben wir jetzt 18,2 Kilowattstunden auf 100 verbraucht. Wir haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 96 km/h im Moment. Fahrt war völlig problemlos und der Wagen schnurrt wie eine Katze. Also ganz ehrlich, das macht wirklich Spaß mit dem Ding. Obwohl ich das jetzt hier auf Stufe B stehen habe, den Fahrmodus, das heißt höchste Rekuperation, rekuperiert er mir bis zu 50 kW in den Akku zurück, wenn ich Gas wegnehme, gerade bei höheren Geschwindigkeiten. Aber die Verzögerung ist bei weitem nicht so stark, wie man das vielleicht gerne möchte. Also One-Pedal-Driving ist hier mit dem ID.3 nicht angesagt. Man muss schon noch ganz gut in die Eisen gehen und da auch richtig gut kräftig zudrücken mit dem Bremspedal. Das ist man ja als Tesla-Fahrer so kaum noch gewohnt. Gewöhnt man sich aber doch schnell wieder dran, fühlt sich trotzdem gar nicht so schlecht an. Ich hätte es nur gerne ein bisschen stärker, die Rekuperation leider. Aber das ist ja wie immer Geschmackssache. Also
ich kann mich nur wiederholen, es ist wirklich schön mit dem Tempomaten. Wenn man überholt und man setzt den Blinker, dann gibt er schon Gas, auch wenn man noch hinter einem Auto herfährt. Man muss halt zusehen, dass man dann die Spur wechselt, ne? Aber das ist angenehm. So macht man das halt auch, wenn man ohne Tempomat fährt. Das haben sie wirklich gut hingekriegt. Ja, und jetzt regnet es auch endlich wieder. Ich habe es echt schon vermisst. So, 90 Kilometer unterwegs. Da sind wir wieder bei 19,8 Kilowattstunden. Durchschnittsgeschwindigkeit 98 km/h. Wir sind jetzt eine knappe Stunde nicht ganz unterwegs und gleich sind wir wieder zu Hause. Wir haben noch eine Restreichweite von 190 Kilometer, was dann summa summarum 280 machen würde. Gestartet sind wir mit 321. Jetzt knapp über 100 Kilometer gefahren und wir hatten die letzten paar Kilometer doch ziemlichen Gegenwind. Deswegen liegen wir jetzt bei über 20 Kilowattstunden, nämlich genau 20,3. Wir haben noch so 20 Kilometer vor uns, sind dann gleich wieder zu Hause und dann will ich nachher noch eine Ladekurve aufnehmen. Ja, wir sind wieder angekommen und wir haben 127 Kilometer gefahren und einen Durchschnittsverbrauch gehabt von 19,3 Kilowattstunden bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 92 km/h. Insgesamt haben wir 43% des Akkus verbraucht, weil gestartet sind wir mit 87%, angekommen sind wir mit 44%. Das heißt also, wenn ich das hochrechne, 43% des Akkus und 127 Kilometer, bei 100% des Akkus wären das 295 Kilometer. Das ist, finde ich, ein super Wert für so ein Auto. Das heißt, man würde ungefähr 250 Kilometer fahren und dann wieder 30 bis 40 Minuten laden auf der Langstrecke bei Tempo 130 auf der Autobahn. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir noch mal kurz zum Lader und nehmen mal eine Ladekurve auf. Ja, der VW ID.3. Ich muss zugeben, der hat mich richtig begeistert. Also ich bin selten so komfortabel unterwegs gewesen. Alle Assistenzsysteme funktionierten tippitoppi. Es gibt da gar nichts zu kritisieren, klappt alles wunderbar. Die Bedienung hier war relativ einfach und intuitiv. Ich habe ja keine Gebrauchsanweisung vorher gelesen, habe mich jetzt nicht einweisen lassen. Ich bin relativ schnell selber dahinter gekommen. Auch die ganze Geschwindigkeit der Bedienung ist ziemlich flüssig. Man hat jetzt hier nicht den Eindruck, dass das hier irgendwie noch eine Beta ist oder dass man da jetzt dringend nachbessern müsste. Wir wissen alle, die Materialqualität hier im Innenraum, die lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Auch die Verarbeitungsqualität des ganzen Autos könnte besser sein, ist nicht ganz VW-typisch. Aber ich würde sagen, das ist ausbaufähig und das werden sie mit Sicherheit in den nächsten Monaten oder bei dem nächsten Facelift auch deutlich verbessern. Und die Autos der ID-Linie, die jetzt noch kommen, zeigen ja schon, dass es auch besser geht.
Und ich würde sagen, dieses Auto muss sich nicht verstecken. Auch die inneren Werte, der Verbrauch, das ist jetzt nicht der Effizienzweltmeister. Aber der Verbrauch ist auch nicht schlecht. Und wie gesagt, 250 Kilometer bei Autobahngeschwindigkeit mit so einem relativ kleinen Akku von 58 Kilowattstunden ist doch für ein Elektroauto absolut top. Und wenn der 77 Kilowattstunden Akku kommt, hast du nochmal 100 Kilometer mehr. Dann fährst du 350 Kilometer, bevor du nachladen musst. Und kannst dann sogar noch schneller nachladen, nämlich mit 125 kW. Ja, alles in allem, ich finde das Auto sehr gelungen und bildet euch doch selbst mal ein Urteil. Fahrt ihn Probe oder wenn ihr einen Bekannten habt, der ihn schon hat, dann setzt euch da mal rein, denn die 30.000 der First Edition sind im Prinzip ja schon alle verkauft und der Händler sagte, wenn man jetzt ein Auto bestellt, ja, da muss man schon 4 oder sogar 5 Monate drauf warten. Also der Wagen ist nicht schlecht und er ist sehr beliebt, deswegen setzt euch mal rein, fahrt ihn selber mal Probe. So viel zu meinem Reichweitentest ID.3 auf der Reichweitenstrecke von Bremen nach Bremerhaven. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.